Beim Essen saß Kasuya allein da und er stocherte lustlos in seinen Kartoffeln herum. Zwar gab es endlich mal was anderes als Nudeln, aber bevor er sich irgendeinem Grünzeug hingab in Mischung mit Kartoffeln, waren ihm sogar zum 100. Mal Nudeln lieber. Als der Direktor auf Kasuya zukam, hatte der beinahe das Gefühl, als würde ihm sich der Magen rumdrehen. War sein Spielchen mit Payne aufgefallen? Doch Jiraiya wollte etwas ganz anderes. Ruhig stellte er sich vor Kasuya und lächelte. »Du hast Besuch«, meinte der Direktor, und Kasuya hob eine Augenbraue an. Einen Moment überlegte er, doch dann schüttelte er den Kopf. »Ich will sie nicht sehen«, murmelte er leise und aß weiter, als wäre nie etwas geschehen. Jiraiya blinzelte und räusperte sich kurz darauf leise. »Kasuya, du solltest zu ihr gehen, wenn sie schon den weiten Weg hierher gekommen ist. Sie sorgt sich wirklich um dich.« Doch der junge Mann wollte davon nichts hören und winkte einfach nur genervt ab. »Und? Ist es mein Problem, dass sie sich solche Sorgen macht? Es ist besser für sie, wenn wir uns nicht sehen.« Eigentlich mochte Kasuya seine Großmutter ja, aber er verdankte es ihr, dass er hier war. Gut, er hatte ihr das Leben schwer gemacht, aber ihn gleich so abzuschieben, nur weil er mal ein paar Dinge gemacht hatte, die vielleicht nicht richtig gewesen waren, das war seiner Meinung nach schon ein bisschen übertrieben. Jiraiya spürte, dass er nicht weiter zu dem jungen Mann durchdringen würde und kopfschüttelnd ließ er ihn in Ruhe. Dann musste er der armen alten Frau wohl sagen, dass ihr Enkel nichts mit ihr zu tun haben wollte. Oder er dachte sich irgendeinen Grund aus, warum Kasuya gerade keine Zeit hatte. Alles war besser, als der armen Frau sagen zu müssen, dass ihr Enkel sie nicht sehen wollte. Payne hatte das neugierig mit angehört und auch wenn er ein paar Plätze weiter saß, hatte er alles mitbekommen. Nur wusste er nicht, um wen es sich handelte und deswegen setzte er sich zu Kasuya und grinste frech. »Hast du eine Freundin oder wie?«, meinte er schmunzelnd und wollte sich nicht anmerken lassen, wie sehr ihn diese Vorstellung eigentlich schon verletzte. Wenn er bedachte, dass Kasuya außerhalb dieser Mauern auch noch ein Leben hatte und vielleicht sogar eine Freundin, dann wurde ihm ganz schlecht. Kasuya schnaubte und zog eine Augenbraue hoch. »So eine alte Schachtel will bestimmt niemand mehr als Freundin haben. Nein, das ist meine Großmutter, die mich besuchen gekommen ist. Aber mich fragt niemand, ob ich die überhaupt sehen will. Will ich nämlich nicht. Mir geht die nur auf den Wecker. Und sie hat mich doch hierher gebracht. Also soll sie mich in Frieden lassen und sich nicht vorstellen, dass ich jetzt so tue, als wäre nie etwas gewesen. Ne, das kann sie sich mal abschminken. Ich bleib hart und ich will sie nicht sehen.« Payne blinzelte und wurde hellhörig. »Okay«, meinte er ruhig und lehnte sich zurück. »Wie ist das in deiner Familie eigentlich so? Ich meine, mit deiner Großmutter willst du nicht reden, aber wie ist es sonst so? Eltern, Geschwister?« »Was geht dich das an?«, grummelte Kasuya und Payne schmunzelte. »Im Grunde nichts. Aber du wolltest etwas über mich wissen, da habe ich wohl das Recht, etwas über dich zu erfahren, oder? Also rück raus mit der Sprache. Was bist du für einer? Über deine Familie kannst du schon ein bisschen reden, oder nicht?« Kasuya musste leider zugeben, dass Payne ihn damit tatsächlich in der Hand hatte. Schnaubend schob er seinen Teller von sich, denn sein Appetit war ihm vergangen. Wenn das so weiterging, würde er hier noch magersüchtig werden. »Da gibt's nichts viel zu erzählen«, meinte Kasuya ruhig. »Ich habe bei meiner Großmutter gelebt, und die hat mich hierher gebracht, weil sie nicht mehr weiter wusste. Sie meinte, sie habe keine Lust mehr, sich mit mir herumzuschlagen. Eine Mutter habe ich nicht mehr, Geschwister habe ich auch nicht, und mein Vater hat vor ein paar Jahren das Weite gesucht. Keine Ahnung, wo der steckt. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert mich der Penner auch nicht so wirklich. Soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und meine Großmutter brauche ich nicht. Nur weil ich nicht immer das gemacht habe, was sie sich so gewünscht hat, schickt sie mich in diese Klapse für Arme. Was soll der Mist? Und dann kommt sie her und denkt, sie könnte so tun, als wäre nie etwas gewesen? Nicht mit mir.« Payne hörte ihm ruhig zu und er hörte in den Worten etwas, das selbst Kasuya nicht bemerkte. Schmerzen. Anscheinend fühlte sich Kasuya von der ganzen Welt allein gelassen, was man verstehen konnte. Jeder hatte ihn verlassen oder weggeschickt. Payne senkte seinen Blick und musste etwas lächeln. Er hatte auch niemanden mehr und vielleicht verstand er Kasuya gerade deswegen. Mochte er den Kerl etwa? Leise seufzte Payne und er lehnte sich locker zurück. Nun komm doch erstmal wieder runter. Ich kann ja verstehen, dass du sauer bist, aber sie ist immerhin deine Großmutter. Und wenn sie die einzige ist, die du noch hast, solltest du vielleicht doch mit ihr reden.
Stur schüttelte Kazuya den Kopf. In 20 Jahren konnte seine Großmutter vielleicht wieder ankommen, aber jetzt war er einfach zu verletzt. Diese Wunden brauchten Zeit, um zu heilen. Auch wenn er seine Großmutter ein bisschen verstehen konnte, wollte er nicht einsehen, dass er selbst auch verantwortlich dafür war, dass er nun hier saß. Inzwischen versuchte Itachi wieder einen klaren Kopf zu bekommen, auch wenn er nicht wusste, wie er das hinkriegen sollte. Auf der einen Seite hatte er Gefühle für Teshi, das konnte er nicht leugnen. Nur wie sollte er als Lehrer damit umgehen? Er hatte doch eine Funktion in dieser Schule und die bestand nicht darin, mit seinen Schülern zu vögeln. Seufzend ließ er seinen Kopf auf seinen Schreibtisch sinken und Sasori hob den Blick an. Seit ein paar Minuten befand er sich in Itachis Zimmer, weil er sich ein Buch hatte ausleihen wollen. Jetzt bemerkte er, dass sein Freund scheinbar Probleme hatte. Was ist denn los mit dir? Du bist schon den ganzen Tag über total neben der Spur. Ich weiß gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Du hörst mir ja nicht mal richtig zu. Itachi schnaubte leise und zuckte dabei mit den Schultern. Keine Ahnung, murmelte er leise. Ich habe eben ein paar Probleme und über die kann ich nicht reden. Doch so einfach wollte sich Sasori bestimmt nicht abspeisen lassen. Er machte es sich lieber auf Itachis Bett gemütlich und musterte ihn. Nun rede mit mir, dein Seufzen ist ja nicht mehr zu ertragen, krummelte der Akasuna leise und Itachi raufte sich die Haare. Wenn er nicht bald mit jemandem redete, dann würde er nie wieder einen klaren Gedanken fassen können. Und Sasori war der einzige Mensch, mit dem er sprechen durfte. Ich hab mit einem Schüler geschlafen, nuschelte Itachi leise und Sasori saß ruhig auf dessen Bett. Da er sowas ja auch vorhatte, konnte er nicht viel dazu sagen und schmunzelnd sah er seinen Kumpel an. Und? Hat's Spaß gemacht oder warum bist du so mies drauf? Ist doch nicht schlimm. Ehrlich gesagt machst du mir gerade mehr den Eindruck, als hättest du keinen hochbekommen. Eigentlich hatte Itachi mit einer Standpauke gerechnet, was für ein unmöglicher Lehrer er war. Aber bei Sasori kam das alles wohl nicht so schlimm an. Der machte sich eher Sorgen, dass sie es beide auf den gleichen Schüler abgesehen hatten. Wer war es denn, den du da beglückt hast? Wollte Sasori deshalb lieber wissen. Und er atmete regelrecht auf, als Itachi sagte, es sei Teshi gewesen. Wenn es Milo gewesen wäre, hätte Sasori sich ernsthafte Gedanken um den Kleinen gemacht. Es war ja nicht so, dass er den Fratz sowieso schon ins Herz geschlossen hatte. Und er hatte schon genug Rivalen, da musste sich Itachi nicht auch noch breit machen. Der seufzte schwer und erzählte dann auch, wie er Teshi rausgeworfen hatte und dass der sich jetzt beinahe wie ein schmollender kleiner Junge benahm. Am liebsten hätte Sasori ihm irgendwas an den Kopf geworfen. Du bist auch so dämlich. Der Junge gibt sich dir hin und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn wie eine Matratze vor die Tür zu stellen. Ist doch klar, dass Teshi denkt, du wolltest nur einmal über ihn rüberrutschen und deine Hormone abbauen. Da würde ich auch nicht mehr auf dich hören und ich muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Itachi zuckte bei den Worten zusammen und senkte seinen Blick. Was sollte ich denn machen? Ich bin sein Lehrer und ich kann es mir nicht leisten, rauszufliegen. Ich kann doch nicht einfach so tun, als wären Teshi und ich jetzt das normalste Pärchen der Welt. Das geht nicht. Wir müssen uns eben zurückhalten, ob ihm das passt oder nicht. Nur weil er jetzt einen auf bockigen Jungen macht, da kann ich doch nicht drauf reagieren. Ich muss auch auf Sasuke aufpassen. Genervt verdrehte Sasori die Augen. Herrje! Du hast doch noch ein eigenes Leben, Itachi. Du tust, als wärst du tot und müsstest immer nur darauf aufpassen, was dein kleiner Bruder macht. Es ist kein Wunder, dass ich Sasuke wie ein verzogener Bengel bin, wenn du ihn immer wieder beschützt. Mann, dann soll der Kerl eben mal selbst sehen, wie er mit seinem Leben klarkommt. Sasuke ist alt genug. Der muss lernen, dass du nicht immer auf ihn aufpassen kannst. Außerdem muss er lernen, Verantwortung zu übernehmen und das musst du jetzt auch. Du hast mit Teshi geschlafen, weil du ihn magst und er mag dich auch, sonst hätte er das nie zugelassen. Sei ein Mann und steh zu dem, was du getan hast. Herrgott nochmal, für so unreif hätte ich dich nun wirklich nicht gehalten. Itachi blinzelte und sah Sasori verwirrt an. Die Worte waren klar und deutlich gewesen. Vielleicht hatte Sasori ja recht. Und er musste endlich begreifen, dass Sasuke alt genug war, um selbst zu sehen, wo er blieb. Er hatte sich für seinen kleinen Bruder immer wieder aufgeopfert. Aber jetzt reichte es langsam. Und vielleicht musste Itachi endlich mal etwas tun, was ihn alleine glücklich machte. Auch Teshi hatte inzwischen Besuch bekommen und seufzend saß er der jungen Frau gegenüber, die nach seinen Händen griff und etwas zitterte. Geht's dir auch gut? Hat dir jemand wehgetan? Du bist so blass. Verzweifelt versuchte Teshi seit einer Viertelstunde seine kleine Schwester zu beruhigen, doch die spürte genau, dass ihrem Bruder etwas auf der Seele lastete.
Immer wieder war Teshi davon erstaunt, wie gut seine Schwester ihn kannte. Keiko, es ist alles gut, versuchte er noch einmal, seine 3 Jahre jüngere Schwester zu überzeugen. Doch das sensible Mädchen ließ sich nicht so einfach abschütteln. Deswegen änderte Teshi lieber das Thema und räusperte sich leise. Mal was anderes. Wie geht's unseren Erzeugern? Keiko senkte ihren Blick und zuckte etwas mit den Schultern. Es ist wie immer, murmelte sie leise. Vater brüllt herum und Mutter tut, was er sagt. Im Grunde hat sich nichts geändert, seit du nicht mehr im Haus bist. Ich verstehe noch immer nicht, warum das Jugendamt dich hierher gebracht hat. Leise seufzte Teshi, denn er hatte seiner kleinen Schwester nie die Wahrheit gesagt. Weißt du, ich kann mir das schon vorstellen, murmelte er leise. Langsam musste er wohl ehrlich zu ihr sein. Mutter kam einfach nicht mehr mit mir klar. Und sie hat sich beim Jugendamt darüber beschwert, was für einen schrecklichen Sohn sie hat. Sie hat der Dame erzählt, was ich alles mache und dass sie nicht mit mir klarkommen würde. Nur dummerweise hat sie vergessen zu erwähnen, was für ein Ekelpaket unser Vater ist. Wenn sie etwas davon gesagt hätte, dann hätte man mich vielleicht eher in ein Heim gesteckt als hierhin. Bedrückt saß Keiko da und seufzte. Ich glaube aber, Mutter hat das nicht böse gemeint. Sie wollte nur, dass du nicht mehr bei Vater bist. Seit er dich geschlagen hat, hatte ich auch immer Angst, er würde das noch einmal machen. Ihr habt euch doch auch immer so schrecklich gestritten. Schnaubend verschränkte Teshi die Arme vor der Brust. Und wenn schon, murmelte er wütend, dann hätte ich ihm schon die Fresse poliert, wenn der mich nochmal geschlagen hätte. Das eine Mal war ich einfach zu perplex, um drauf zu reagieren. Aber Mutter hätte sich meiner Meinung nach wirklich etwas anderes überlegen können, als mich hierher zu stecken. Sie lässt sich von Vater doch auch alles gefallen und muss zu Hause den ganzen Haushalt machen, während er sich den Hintern auf dem Sessel platt sitzt und Fußball guckt. Weißt du, wie der Kerl mich anwidert? Mom arbeitet und muss zu Hause noch den ganzen Haushalt schmeißen. Oder hat sie dich jetzt auch schon mit eingespannt? Keiko blinzelte und wurde rot um die Nase. Das reichte Teshi schon und er schüttelte den Kopf. Ich glaub's nicht. Es hätte mir ja klar sein müssen. Es ist so einfach, sich von den Damen zu Hause alles vor den Arsch schleppen zu lassen, als mal den Hintern selber hochzubekommen. Oh Gott, wenn ich den Kerl mal sehe, dann drehe ich ihm den Hals um. Mit einem Mal legte sich eine Hand auf Teshis Schulter und blinzelnd sah der in Itashis Augen. Genervt drehte sich Teshi wieder weg. Was wollen Sie denn hier? Murmelte er und verfiel sogar wieder in das Sterilisie. Itashi hatte nichts von Teshis Lebensverhältnissen gewusst, was aber auch kein Wunder war. Die Jungs liefen nicht mit ihrer Vergangenheit auf der Stirn durch die Gegend und Jiralia hielt die Akten unter Verschluss. Als Lehrer wusste man nur das Nötigste, damit man keinen der Jungen bevorzugt behandelte, weil man vielleicht Mitleid mit ihm hatte. Keiko musterte den Lehrer etwas, der so vertraut mit ihrem Bruder umging. Lächelnd sah sie Teshi wieder an und griff erneut nach seiner Hand. Nun mach dir um mich keine Sorgen. Sobald ich 18 bin, werde ich zu Hause ausziehen und dann wird alles wieder gut. Nur versuch du bitte nicht mehr mit unseren Eltern zu streiten. Denen bin ich doch mittlerweile total egal, murmelte Teshi und senkte seinen Blick. Seit ich hier bin, haben die mich nicht einmal besucht. Du bist die Einzige, die immer wieder herkommt. Mom und Dad denken doch schon gar nicht mehr an mich. Die Tatsache, dass seine Schwester schwieg, zeigte ihm, dass er recht hatte. Mit einem ruhigen Lächeln auf den Lippen stand er auf und umarmte seine Schwester ein letztes Mal. Komm gut nach Hause, flüsterte er leise, und besuch mich bald wieder, Keiko, ja? Kannst du mir ein paar von deinen Keksen mitbringen? Die sind wirklich total lecker. Dann ging er, ohne Keiko oder Itashi noch einmal anzusehen. Die Moschia wurde langsam immer mehr bewusst, dass auch Teshi seine Sorgen und Probleme hatte. Und dann hatte er ihn noch so mies behandelt. Keiko verabschiedete sich höflich und Itashi überlegte sich, wie er seinen Fehler wieder gut machen konnte. Er hatte Teshi so Unrecht getan.